You've wasted enough time in school up to now. Now it's time to leave school. It's time to go to Hogwarts. No, I don't like to. It's quite nice here, isn't it? Nice? Please look around, Harry. Can't you see all these stupid, bloody, ugly muggles everywhere? They are so boring, especially in school. Look at me and Fluffy. We can offer you fun and action all over in Hogwarts. Hi, Harry. In Hogwarts, Harry, nobody is lonesome. Me, for example, I got three heads, so there is always somebody, some tie to talk to. And Harry, even though I look quite scary, I made lots of friends in Hogwarts. But still, Hagrid is my very best friend. He is cuddling me so tenderly while feeding me with witch litter, magic rubbish, and spell leftovers. So, Harry, see the difference. These boring muggles don't even know fairies. The fairy is a small and decorative beast of little intelligence. Ranging in height from 1 to 5 inches, the fairy has a very small humanoid body, head and limbs, but large insect-like wings. Despite its human-like appearance, the fairy cannot speak. It makes a high-pitched buzzing noise to communicate with its fellows. Dear Hagrid, please. Fairies just exist in tales. In tales for babies and toddlers. But Harry, you have to admit that the schools of muggles don't even know anything about goblins. Watch out! Of wizarding secrecy, to which wizard ministries worldwide conform today.
Since these days, we are using the magic of Amazia, the memory charm. And we also built an office only for misinformation. To make her able to remember us. Pop, there's a lot of amnesia in our school too. But for sure you don't have dragons here. You're only reading old stories about dragons while thinking such old-fashioned bullshit. But I can tell you, real dragons will tidy up in a special way. Watch out! Probably the most famous of all magical beasts, dragons are among the most difficult to hide. The female is generally larger and more aggressive than the male, though neither should be approached by any highly skilled and trained wizards. So Harry, see the difference. You do have goblins, fairies, and dragons, and you have nothing. Except teachers speaking fancy German. Ruhe jetzt! Die Sitzordnung ist manchmal echt zu laut! Jetzt habe ich hier meine schönen, vielen, bunten Tafelkreiden. Jetzt können wir einen schönen Tafelanstrich machen. Aber jetzt habe ich die falsche Farbe genommen. So, also jetzt habe ich hier eine Sonnenfinsternis gemalt. Nein, doch die Mondfinsternis. Nein, es war doch die Sonnenfinsternis. Fresse ein und hinsetzen! Ein bisschen Disziplin! Das kann doch nicht so schwer sein! Potter, don't waste my time with these funny games. Make a decision. Where do you want to live? At the Muggles? Or in our world, there's something going on. Action. Boringness. I'm a teenager. I prefer boringness. Blühe auf.
Hogwarts lives right now at platform 9¾. Und du weißt nie, welches es ist. Thank you. Hallihallo! Ich hab Schneckenkacke für dich. Du machst alles ganz langsam. Magst du? Wow! That's great. Estudiantes toman al comienzo del año escolar.
Studenti sjedaju poezd na 94. koliji v King's Cross v Londoni. The train leaves at 11 a.m. and arrives at Hogsmeade Station near Hogwarts sometime after nightfall. That way, all the students arrive at Hogwarts at the beginning of the school year! My name is Dolores Jane Umbridge. Ich unterrichte School Lessons at Hogwarts. Es gibt insgesamt 4 Häuser in Hogwarts. Dabei gehen in das Haus Hufflepuff die besonders fleißigen und loyalen. Hufflepuff! In das Haus Slytherin gehen die Listigen, die stolz auf ihre Zauberherkunft sind. Slytherin. Das Haus Gryffindor besuchen die besonders Mutigen. Gryffindor. In das Haus Ravenclaw die besonders Klugen. Dabei fühlt sich jeder seinem Haus zugehörig und verbringt viel Zeit dort. Zwischen den Häusern herrscht aber nicht immer eitel Sonnenschein. Thank you.
I'm very old and good in magic. My biggest enemy is Lord Voldemort, and I must save the pupils from him. He's a bad wizard. I am Lord Voldemort, but my real name is Tom Melville Riddle. I was born on New Year's Eve, 1921, in Little Hangar. My mother was a direct descendant of Salazar Slytherin. My father was an insignificant muggle. I have red eyes, no nose, and a bald head. That's why a woman didn't find me so attractive. My name is Professor Severus Snape, but all pupils call me Schniefelus. I have wonderful black hair, so I can't understand why Omin is fatty. I love being cruel to children, but you shouldn't tell that to Dumbledore, because at Hogwarts I work for him as teacher. I'm Harry James Potter, and my best friends are Ron and Hermione. In my first flying lesson, when I must go with my dad Hooch, I failed so bad. And when I was a seeker, it was so good. Excuse me, my English isn't very good. I am Ron Weasley. I've got 5 brothers and 1 sister, so my family haven't got much money. I'm brave, but when I see a spider, I'm very frightened. I really like to play Quidditch, and I'm very good at wizard chess. That was very useful at my first year in Hogwarts. Also, I love sweets, especially chocolate frogs. I'm Julius Hagrid, and my favorite animals are monsters. Hello, I'm Ginevra Molly Weasley, but people call me Ginny. I have wonderful orange hair. I have 6 brothers, and I love playing Quidditch, but without them. And I'm good at school too. My name is Professor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, and I love sweets. I have a phoenix named Fox. He goes up in flames when it's time to die, but from his ashes he's up anew. In my dream, Harry Potter defeated Lord Voldemort. But I don't only dream it. I'm sure he will make it. My goal it is to prepare him well for it. My name is Hermione June Granger. My parents are dentists. When I have finished school, I want to study in the magic ministry. Mother died one experiment, but fortunately I still have my father.
next year I want to prove the wizards that the Krabbenhorn snail cake is existing. My name is Ron, but my parents always call me Ronald Billius Weasley. Last time I went to the bridge and gave a Harry. It was so great. I'm Lord Voldemort, and I'm the most dangerous wizard of all the dark magic. I'm so attractive. I have blood red eyes and I have no nose. But my hair is amazing because I don't have any work with my hair every morning. My name is Dolores Jane Umbridge, but Harry Potter calls me an ugly frog. I'm 42 years old and I teach school lessons at Hogwarts. My biggest target is to get Half-Bloods in prison because I hate them. I am Lord Voldemort, and maybe you know me as Tom Riddle, my old name. My dad was a muggle and my mom died. People call me as arrogant and murder thirsty. I like to kill, murder, and torture. Harry Potter survived my fatal curse, and now I'm going to kill him and all his friends. So think if you want me as a friend or as an enemy. I am Bellatrix Duella Lestrange. The most people don't know my second name. I'm the cleverest, most beautiful, and strongest black witch who ever lived. I'm of the power of the Dark Lord, and like he, I hate more blood. Last year, I met Harry Potter and his team. In this fight, I killed my abhorrent cousin Sirius. Meow. I'm Mrs. Norris, the best friend and assistant of Mr. Filch. I'm female, dust color gray, thin, and I have big yellow eyes. And of course, I have sharp cat senses. Mr. Filch and I form an unbeatable and nasty team. The schoolboys hate me. Hey, I'm Fluffy. I'm a three-headed, three-meter-tall dog. I work as a guard at Hogwarts. I like kids, but if they are too curious, they're really irritating. I would love to travel and see the world and have many puppies. Ayo! I'm Dobby, and Dobby loves dogs! Dobby works in the kitchen and the food is very yummy. First, Dobby worked for the Malfoys, but then came Harry Potter and freed him. Oh, I love Harry Potter. And do you know, I made two socks for him. They are a Christmas gift. One is green and one is red, with white rings on it. I am Hermione. In Hogwarts, I'm the best pupil in all subjects. The headmaster of Hogwarts, Dumbledore, that's me. Secretly enjoy of the students. Hogwarts is a very, very odd, but a beautiful castle. The school emblem represents the four houses where the students live during their school time. The lion is a symbol of Gryffindor. The eagle is a symbol of Ravenclaw. The badger is a symbol of Hufflepuff. And the serpent is a symbol of Slytherin. Harry Potter is so cute! I, Hagrid, live near Hogwarts, and at Hogwarts, I'm a teacher too. I am Ron. Hogwarts is a good school, and the safest too, better than at home. But the lessons are boring, and there's some terrible teacher, for example, Professor Snape. I, Harry James Potter, love the Room of the Wishes, because if you go in, someone walks along, he sees nothing. Excuse me, my English isn't very good. Me, Snape, think that Hogwarts is one of the safest places worldwide. My biggest goal is it to kill Harry Potter and build a mad, blood-free world in Peridot. And everyone who isn't ready to join is a dead. I love Hogwarts and my nice job. At first was I, Albus Dumbledore, head pupil at Hogwarts. Then I thought there, but now I'm the headmaster. I'm Hermione and I love the library of the school.
I am Severus Snape, and I call myself a half-blood prince because my father was a muggle and my mother a witch. I look like my father, in case you don't know him. Pale skin, beautiful black hair, which is as slippery as an eel. Dark eyes, and a hook nose. I attended Hogwarts in the House Slytherin, where I completed the annual examinations in defense against dark arts and magic potions with outstanding. I also invented a few hexes, and I have improved some recipes of magic potions too. Now, I'm teaching in Hogwarts the subject magic potions strictly and mercilessly, but you learn a lot. I prefer dungeons as classrooms. Besides, I master Occlumency, Legilimency, Quellophonic, Granatapfelentkernen, Tyrosenic, Petalytic, and much more. But to be honest, actually, everybody laughs about my nose. Schreckentagebuch von Tom Riddle, 20.05.1938. Liebes Schreckentagebuch, heute war für mich als Kleinkind mal wieder ein merkwürdiger Tag, als mich ein alter Mann zu einer Zauberschule einlud, damit ich richtig zaubern lernte. Meine Mutter war anscheinend eine Hexe, die aber nach meiner Geburt starb. Und mein Vater ist ein Muggel. Deswegen steckten sie mich auch in einem Muggelwaisenhaus. Ich werde die Einladung von Dumbledore annehmen und nach dem Sommer in die Hogwarts-Schule gehen. Schreckentagebuch von Tom Riddle, 16.11.1940. Nun bin ich schon 2 Jahre in der Hogwarts-Schule, auch schon einer der beliebtesten Jungs. Ich sehe, weil ich erstens so gut aussehe, meine blasse Haut mit den schwarzen Augen und den schwarzen Haaren kommt super bei den Mädels rüber. Und außerdem mögen mich die Lehrer auch sehr gerne, weil ich die Schule von einem Monster gerettet habe. Schreckentagebuch von Lord Voldemort, 30.07.1980. Viele Jahre später und ich bin längst nicht mehr Tom Riddle. Die Leute nennen mich Lord Voldemort, weil ich in der Zwischenzeit zu einem der größten Magier geworden bin. Die ganze Welt fürchtet sich vor mir, weil ich so grauenhaft aussehe. Meine blutroten Augen und der Glatze und meine Nase, die aber nur noch schlitzförmige Nüstern hat. Kein Mensch kann mich besiegen und Harry Potter werde ich auch noch vernichten. Liebes Tagebuch, morgen beginnen die Weihnachtsferien. Dear Diary, tomorrow the winter holidays are going to start. Und ich freue mich schon darauf, endlich mit meinem Papa wie jedes Jahr nach den schrumpfhörnigen Schnarchkacklern zu suchen. Y estoy feliz de buscar los animales con mi padre. Um der Zaubererwelt zu beweisen, dass es diese besonderen Wesen wirklich gibt. Per dimostrare al mondo magico che questo essere favoloso esiste davvero. Wie mein Papa schon oft im Kletterer beschrieben hat. Como has visto tal meu des. Leider hat er nicht viel Zeit, da er ja als Chefredakteur des Kletterers immer viel Arbeit hat.
Я не понимаю, почему у него нет времени. Он какой-то шеф-редактор, так что я это просто не понимаю. Ich vermisse Mama. Ihr letztes Experiment ist mächtig schief gegangen und sie ist gestorben. Damals war ich 9, also vor 6 Jahren. Mi madre murió. Gestern war ich mit Harry auf dem Weihnachtsball. Ich hatte mein schönstes Kleid, die Radieschenohrringe und die Butterbierkorkenkette an. Ni hao, Harry! Ni hao, xing hao, xing hao, xing hao, hu xing hao, hi yu hao, xing hao, hi. Ich glaube, alle fanden mein Outfit super, denn sie sahen uns alle an. My look was the greatest. All the people were looking at me. Hermines Kette hat mir überhaupt nicht gefallen. Das habe ich ihr auch gleich mal gesagt. A mí no me gustó el collar de Hermine. Me pareció muy feo y se lo dije. Sie fand das anscheinend nicht so nett und fauchte mich an, um sich gleich darauf hinter einem Vorhang zu verstecken. Nam quoten und tambelam, et sputa me, mox kilare ea palio. Ein paar Minuten später war Harry dann auch verschwunden. Poco dopo è sparito anche Harry. Komisch. Vielleicht hatte er Angst, dass das Ministerium mit seiner Armee aus Heliopathen angreift. Он, наверное, боялся, что армия на его нападет. Но почему надо от этого бояться? Я это просто не понимаю. Heute durfte ich mein erstes Quidditch-Spiel kommentieren. Professor McGonagall ist fast durchgedreht. Hoy voy a comentar Quidditch. Woo, woo, woo. Ich denke, es hat ihr sehr gut gefallen. Alle anderen haben gejubelt. Die schrumpfhörnigen Schnarchkackler haben sie sehr interessiert. Ich denke, ich werde noch ein paar Süßwasserplimpis angeln und Spulenwurzeltee trinken. Oh, jetzt habe ich einen Schlickschlumpf. Außerdem muss ich zu Zaubertränke. Auf, no, akuman, promen, umgritz, schief, ja, schade, trisier, trebes, immer dunkle Ohren. Deine Luna Lovegood. Thank you.
Tagebuch. Endlich habe ich mal wieder Zeit zu schreiben, da jetzt unsere zwei Kinder, Rose und Hugo, endlich wieder in Hogwarts sind. Ach ja, die Geschichte von Ron und mir wiederholt sich irgendwie. Während unseres Umzugs in den Süden Londons fand ich Briefe, Fotos und alte Zeitungsartikel in einer Kiste, die ich auf dem Dachboden entdeckt habe. Auch ein Bild vom Weihnachtswald in unserem vierten Schuljahr von Victor und mir habe ich ganz unten in der Kiste entdeckt. Ich weiß noch, wie mühsam es war, meine braunen, buschigen Haare zu einer ordentlichen Frisur hochzustecken. Damals habe ich auch schon meine viel zu großen Vorderzähne magisch korrigieren lassen. Jetzt ist alles mittlerweile über 20 Jahre her. Unser Kampf gegen die dunklen Mächte, wie wir so viele Freunde verloren, aber auch Voldemort und seine Gefolgsleute, die Todesser, besiegt haben. Die Kiste mit den alten Sachen habe ich inzwischen weggeworfen. Apropos, als wir Voldemort ausgeschaltet haben, hab ich den Basilistenzahn aus Hufflepuff zerstochen. Das war auch der Augenblick, bei dem Ron und ich uns endlich unsere Liebe gestehen konnten. Dort haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Nun sind wir schon seit einer halben Ewigkeit verheiratet. Ach ja, gut, dass ich meine Eltern gefunden habe und den Gedächtniszauber rückgängig machen konnte, sodass Rose und Hugo jetzt ihre Großeltern auch wieder in der Nähe haben. Hermione, wo steckst du denn? Gerade ist ein Brief von Hugo gekommen. Bist du denn gar nicht neugierig? Was machst du überhaupt hier lang, so lange hier oben? Ja, dann werde ich mal nach unten gehen. Hoffentlich hat Ron daran gedacht, Schokofrösche zu besorgen. Da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Hallo, Dad. Leider muss ich dir gestehen, dass meine Noten im Moment nicht gerade prickelnd sind. Aber wie du ja weißt, findet dieses Jahr in Hogwarts das Trimagische Turnier statt. Weshalb ich mich nicht um meine Noten kümmern kann. Außerdem muss ich Harry mit allen Mitteln unterstützen, damit er diese Spiele überlebt. Zugegeben war ich am Anfang etwas eifersüchtig und sauer, weil Harry mir nicht sagte, wie er es geschafft hatte, an dem Turnier teilzunehmen. Aber mittlerweile weiß ich, dass Harry vollkommen verrückt sein musste, um an dem Turnier freiwillig mitzumachen. Morgen ist der Weihnachtsball und ich habe immer noch keine Begleitung. Kein Wunder, mit diesem schrecklichen Anzug, der aussieht, als wäre er schon im Mittelalter getragen worden. Eigentlich wollte ich ja Hermine fragen, ob sie mit mir zu dem Ball geht. Aber sie wurde schon gefragt. Wenn ich herausfinde, wer das war, kratze ich ihm die Augen aus. Bei mir läuft einfach alles schief. Der Friseur ist mein Haarstyle misslungen. Und ich habe immer noch keine Freundin. Ich war sogar so verzweifelt, dass ich mich bei einer Partnervermittlung im Internet angemeldet habe. Und du wirst nicht glauben, wen ich da noch gefunden habe. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Liebe Grüße, dein Ron. The definition of a beast has caused controversy for centuries, so this might surprise some first students of magizoology. The problem might to come into clear focus if we take a moment to consider three types of magical creatures. Werewolves spend most of the time as humans, whether wizard or muggle. Once a month, they transform into savage, four-legged beasts with murderous intent and no human conscience. Oh. 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 This entire
clever. Trolls bear a humanoid appearance, walk upright, may be taught a few simple words, and yet are less intelligent than the dullest unicorn, and possesses no magical power except their prodigious and unnatural strength. We now ask ourselves, which of these creatures is a being, that's to say creature, worthy of legal rights and a voice in the governments of the magical world, and which is a beast? Early atoms are deciding which magical creatures should be designated beasts were extremely crude. Burdock Malton, chief of the Wizards' Council in the 14th century, decreed that any member of the magical community that walked on two legs would henceforth be granted the status of being. All others remain beasts. In a spirit of friendship, he summoned all beings to meet with the wizards at a summit to discuss new magical laws and found to his intense dismay that he had miscalculated. The meeting hall was crammed, full with goblins who had brought as many two-legged creatures as they could find. Little could be heard over the squawking of the Dericas, the moaning of the Aragrax, and the relentless, piercing song of the Frupas. As witches and wizards attempted to consult the papers before them, sun-dried pixies and fairies whirled around their heads, giggling and jabbering. A dozen or so trolls began to smash apart the jammer with their clubs, while hags glided about the place and searched for children to eat. The council chief stood up to open the meeting, slipped on a pile of garlic dung, and ran crashing from the hall. Du hast eine lange Nase. Por supuesto eres un buen director. ¿Por qué te gustan las medias? Bin ich ein gutes Vorbild für meine Schüler? Dumbledore hat einen langen Nase. Bombala! Ich wäre ein guter Schulleiter. Ha, jetzt habe ich die erstmal leise gestellt. Passt auf, was ich noch in meiner Trickkiste habe. Super! Ich meine natürlich, Dumbledore ist gar nicht so weise. Curcio! Beh, non sono così buoni gli assicchi da lui. Expectum patronum! Dumbledore hat nicht so lange gewartet. Du hast eine Amnesia! Also, wenn man von Dumbledore redet, dann muss man dich als erstes erwähnen. Avada Kedavra! Wir brauchen Nasen. Super! Bueno, sí, creo que a ti te gustan las medias. Morte Mortis! Also, Dumbledore ist ja gar nicht der Schloss meiner Welt. Du bist natürlich viel schlauer. Memento Mori! Mann!
sage Gryffindors. Now, they're discussing the very last game tactics. The captain shakes hands and the referee whistles. Here we go. At the beginning of the game, the team Hufflepuff is trying to get a strict order in their back lines. A sensational blunder just hit a player from Gryffindor on his head. The rest of the game, both teams keep a strict V formation. Until now, it is a very balanced game. Maybe it's because everyone has lost their room. The large striker of Gryffindor slips inexorably through the rows of Hufflepuff, already 90-40 for Gryffindor. Ey, du Arschloch, du hast deinen Stuhl vergessen! But Hufflepuff is coming back. Everyone has those modern rooms. The score is even again. Gryffindor starts furious attacks. Wir sind die bösen Jungs. Oh nein, die bösen Jungs! But Hufflepuff is trying to keep a close lead with all the power they have. But Gryffindor strikes back successfully. Aua! Mami! Aua! Mama! Die bösen Jungs waren wieder da! Die haben uns wieder verletzt! Oh! Der Snitch! At that moment, Hufflepuff enters a secret weapon! This seems to be a very special broom. Actually, it looks more like a Hoover. Please. Don't ask me if the official rules allow using this very special instrument. If you want to have easy rules, you are supposed to watch soccer, not Quidditch. Oh, there's a snitch! The person that catches that superhuman fast creature automatically wins the game. And Harry Potter has apparently discovered the snitch. He chases after him at cyber speed. But also his opponent, Draco Malfoy, has now seen the snitch. He dashes behind Harry Potter together with his stepfather, Lord Voldemort. But Harry seems to be faster. You can really feel the tension. There is a big silence in the arena. But what's coming there from the left side? It's Professor Umbridge, who led the school in a terrible way many years ago. And there is Harry lurching. His broom's worse. He's turning. But, oh! There is Ron Weasley! And he mumbles a spell! Sinsalabim! Umbridge falls down and hits with her head on the sand! What an exciting match! It is much better than football, isn't it? That's it. See you at the next Quidditch game! Here at Hogwarts. Bye. Bye. Bye.
weggeschoben. Voldy, das lässt du dir aber nicht bieten, oder? Nein, Voldy, lass mal zum Abschluss das Killerspiel spielen. Jo, Voldy, machen wir. Hey, Voldy, da du ja offensichtlich keine Nase hast, verkaufe ich Nasenprothesen für dich. In Rot, in Blau und Grün. Silenzio! Nasen sind sowas von out. Hi, Voldy. Ich habe extra etwas für dich entwickelt. Besser gesagt, für deine super schönen, mega glatten, ultragalaktischen Füße. Eine Warzenpaste. Expulso! Oh. Do you know the crumpled torn snark hacks? Oh, they are so sweet! They have so sweet snouts and horns. If I find one, I will send you a picture. I'm sure I will find one! You're dead. I'm not dead. Ich verkaufe pinke Mäntel. Flüssigkeit. Oh, mit Kätzchen. Langärmlich. Oh. Ich bin Hundefan. Du bist wirklich der arroganteste und selbstverliebteste Herrscher, den ich je gekannt habe. I love that. Natürlich bin ich auf deiner Seite. Hallo. Ich war nicht erst zuvor. Hallo. Tschüss. I'm not wonderful. Don't see me. Amnesia. I'm not that invisible. Hallo, Voldemort. Ich habe schönes Haarspiel für dich. Da wirken deine Haare so lang. Bei mir wirkt es Wunder. Expectum Patronum. Oh, ich habe eine Klasse. Pizza von wundervoll. Pizza Italiano oder Brasilianer. Morte Mortis. Oh, hi, eure Opfer Katzenleckerlis. Super. Magst du Schoki auch so gern wie ich? Also ich liebe Weiße. Expulso. Und auch Vollmilch. Voldy, du bist doch krank. Du kannst doch nicht einfach alle Leute umbringen. Wir kaufen Psychiater. Silenzium. Hallo, Voldemort, alte Schwungscheibe. Ich kann mir vorstellen, dass du Süßigkeiten genauso liebst wie ich. Boah, Voldy, ich liebe Süßigkeiten. Du verdammter Vollidiot. Bring ihn um. Ja, okay. Abada Kedavra. Hey, mein Lieber. Süß. Hey, du kannst... Du kannst mit mir spazieren gehen und du kannst mich füttern und du kannst sogar mein Fell nutzen. Super, kurz, Leo. Willst du Sonnencreme mit 5% Rabatt? Ich meine, wenn du rausgehst, dann verbrennst du ja gleich. Super. Ich habe eine blasse Haut. Hey, Waldi, hast du eine schöne Nase? Brauchst vielleicht ein paar Taschentücher? Septum. Willst du mich verbrennen? Ich kann ihm die Haare kämmen, auch wenn sie gar keinen haben. Ich kann ihm die Füße machen. Expulso, auch wenn sie nicht sind. Super! Hey! Ich wollte noch was sagen! Hey! Wir könnten zusammen die Welt regieren! Mortis! Lass es bereuen! I can cook really, really good Greek, Italiano, Japanese, Chinese, super. American food. Liebster Voldy, ich muss dir leider sagen, dass du extrem hässlich bist. Aber der Kidabra. Und wenn du jetzt alle Leute umgebracht hast, kann, bekommen wir noch Leichentäuser mit fast 90% Rabatt. Expulso! Der andere Leichen ist doch schön. Super.